Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Impuls. Es soll ja gehen um das Thema konkrete Herausforderungen im Führungsalltag, Beispiele und vor allem, was ich immer ganz klassisch finde, einfach nochmal drauf zu schauen, wo sollte man eigentlich die Zeit investieren, was sind so die Sachen, die uns wirklich dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Und ich bin da total glücklich, Hartmut, dass wir beide einen Termin gefunden haben in unserem Kalender, einfach mal das Thema zu konsolidieren, ein Video zu haben, was vielleicht auch in Zukunft nicht nur uns immer wieder daran erinnert, worum es eigentlich geht, sondern auch anderen sozusagen nochmal so ein bisschen das Türchen öffnet zum Thema Graves. Und von daher würde ich dich bitten, vielleicht kannst du dich in zwei, drei Sätzen noch kurz ein bisschen vorstellen, damit die Leute, die dich noch nicht kennen, auch wissen, mit wem sie es zu tun haben. Ja, das ist eine schöne Hinführung, weswegen ich mich auch sehr freue, dass wir hier sprechen können, weil du hast die Gabe zu helfen, die Dinge immer sehr schnell auf den Punkt zu bringen und herauszuschälen. Aber auf deine Frage zurückzukommen, Hartmut Wiele, ich bin seit 20 Jahren mittlerweile selbstständig bzw. mit eigener kleiner Firma unterwegs im Bereich von Organisationsentwicklung, Führungsentwicklung. Da habe ich natürlich nicht angefangen, weil das nimmt man nicht sozusagen von vornherein mit dem Leben auf. Ich bin tatsächlich von der ursprünglichen Ausbildung her Informatiker, habe das auch gemacht, kenne also Themen wie Softwareentwicklung, Architekturen bauen, Projektleitung sehr gut und darüber bin ich dann tatsächlich auch in meine zweite Rolle gekommen, nämlich Führungskraft. Das war ich bei zwei großen Systemhäusern und habe auch in der Phase allerlei erlebt, von dann auch tatsächlich turbulentem Aufbau, Umbau. In der IT-Krise damals 2001 auch vielfach Abbau von Organisationsteilen, weiß also, was Veränderungen mit Menschen, mit Organisationen machen, aus eigener Anschauung. Und damals habe ich mich entschieden, ich mache daraus meine Profession und darf das jetzt tatsächlich schon für meine Kundinnen und Kunden die letzten 20 Jahre machen. Ja, und wenn ich an die Dinge denke, die wir zusammen bisher gewuppt haben, finde ich halt immer das Besondere bei dir, dass du eben sowohl die Menschen im Blick hast und die auch abholen kannst und eine Sprache sozusagen anbietest, mit der Führungskräfte plötzlich nochmal neue Optionen bekommen, ja, weil Sprache bestimmt halt auch, was möglich wird. Und auf der anderen Seite aber auch genau diesen, also danke für das Kompliment, aber die Sachen so auf den Punkt bringst, dass halt wieder Handlungsfähigkeit entsteht, dass man weiß, was ist gerade jetzt das wirklich Relevante, was ist das, was kann ich vielleicht auch später machen. Und das bringt mich auch so ein bisschen hin zu dem, ja, neudeutsch sagt man immer Nutzenversprechen. Also ich glaube, der Mehrwert, den wir heute hinbekommen werden, ist, Dinge auf den Punkt zu bringen und insbesondere Führungskräfte dabei zu unterstützen, ihren Job noch besser zu machen. Und vor allem, jetzt haben wir ja gerade so ein bisschen so eine volatile Zeit. VUCA ist ja in aller Munde, einfach sozusagen in diesem Umfeld besser zu agieren. Aber du bist ja, wie ich dich kenne, immer super vorbereitet. Ich sehe im Hintergrund schon ein bisschen das Flipchart. Wir haben ja nochmal unsere drei Bullet Points für heute zusammengefasst. Vielleicht magst du da noch kurz was zu sagen. Ja, die Frage stand natürlich im Raum, okay, warum? Warum guckt man Kultur an? Warum arbeitet man mit einem Modell wie Graves? Und tatsächlich ist es so, dass es halt kolossal hilft, hinzugucken, wie tickt eine Organisation, wie ist die Kultur dort? Und sich dann eben tatsächlich eines Modells bedienen zu können, um die verschiedenen Grundtypen, die sich darin finden, schnell erkennen und damit schnell arbeiten zu können. Das ist so das eine. Und das zweite, was bringt mir das im täglichen Leben? Ich kann natürlich dann mein Verhalten, mein Führungsverhalten genau daran ausrichten. Ich kann vereinfacht formuliert Menschen leichter dort abholen, wo sie wirklich stehen. Und das macht mich natürlich wirksamer in meiner Führungsarbeit. Und wenn ich dann in einem größeren Rahmen denke, dann bin ich an dem Punkt zu sagen, gut, ich kann Entwicklungsschritte für ein Team, für eine Gesamtorganisation dann ein gutes Stück bewusster angehen, bewusster gestalten. Ich kann aber auch dann fokussierter vorgehen. Ich habe letztlich auch eine höhere Treffgenauigkeit, eine höhere Effizienz in den Maßnahmen, für die ich mich entscheide. Jetzt habe ja ich immer so das Thema, dass ich sage, na gut, Führungsmodelle gibt es ja viele. Momentan diskutieren viele über situatives Führen von Blanchett und Co. Aber was ist für dich der Grund, dass du sagst, du setzt auf Graves und das schon seit so langer Zeit? Ja, weil es sich in der langen Zeit tatsächlich immer gut bewährt hat. Also in den verschiedensten Situationen von 1 zu 1 Sparring für Führungskräfte, wie ist das einzuordnen, was läuft da gerade, wie ist dort die Zusammenarbeit bis hin zur Navigation bei der Entwicklung von Teams oder auch der Gestaltung von ganzen Entwicklungsmaßnahmen für Organisationen, habe ich jeweils gerade laufende Projekte vor Augen, wo wir immer sagen können, auf den verschiedenen Ebenen können wir es als Referenzrahmen, als Navigation im Hintergrund
sehr, sehr schön einsetzen. Und es hat sich schlicht und ergreifend über die 20 Jahre ganz hervorragend bewährt. Ich bin ja immer so ein visueller Typ und ich weiß, dass du das Visuelle immer extrem gut bedienen kannst. Deswegen arbeite ich auch so gern mit dir. Das heißt, wenn du da so drauf guckst, hast du jetzt verschiedene Systemteile oder verschiedene, sag ich mal, nicht nur Abteilungen, sondern Organisationseinheiten vor Augen und sagst, mit denen kann ich dann unterschiedlich umgehen. Du weißt, ich spiele jetzt so ein bisschen auf das nächste Flipchart an, was ich so im Ja. Hinterkopf habe, wo ich sage, wie würdest du denn das jetzt rahmen, was da auch nochmal Grace vielleicht als Mehrwert hat gegenüber anderen Modellen? Ja, also was wichtig ist, ist hinzugucken, wie ist eine Organisation wirklich? Und hier so in der Vorbereitung das mal ein bisschen aufgebaut, aber vielleicht auch gleich am besten live zu ergänzen. Eine Organisation ist nicht homogen. Das merkt man ja auch sofort, wenn man in irgendein Haus reingeht. Dann sagt man, okay, jetzt bin ich bei den Vertriebsleuten, das ist hier irgendwie völlig anders, als wenn ich dann im Werk in der Produktion bin. Und genauso merkt man ja auch, wenn ich unterschiedliche Standorte einer Organisation besuche oder wenn ich einfach nur in einem unterschiedlichen Stockwerk bin, das fühlt sich irgendwie anders an. Warum? Weil es wirklich anders ist, weil dort ein Stück weit eine andere Kultur herrscht. Und das ist natürlich dann ganz schnell ein Navigationsinstrument, erstens, um zu versuchen, die Kultur als solches besser zu verstehen und zu erkennen und darüber dann erstmal sozusagen ad hoc agieren zu können. Da wäre für mich so eine Brücke zum situativen Führen, dort einfach zu sagen, okay, kulturell richtig andocken und dann entsprechend vorgehen zu können. Und wenn ich dann an Entwicklung denke, dann kann das Thema eben sein, zu sagen, in der Systemspitze habe ich halt nicht nur meinetwegen zwei Geschäftsführer, die dort in Anführungszeichen einsam stehen und versuchen, den Laden zu steuern, sondern ich überlege mir, wie vergrößere ich die Systemspitze ein Stück weit mit weiteren Mitstreitern aus der Organisation, die dann so die Grundrichtung und Drehbuch und alles, wo soll die Reise hingehen, sehr gut kennen und mittragen und sich dort mit hinbewegen. An der Stelle würde ich mich dann auch tatsächlich von existierenden Kästchen und Hierarchien sehr bewusst lösen wollen, sondern würde tatsächlich sagen, okay, wer sind denn die, die zusammen mit den formal Verantwortlichen, mit dem Unternehmer, mit dem Bereichsleiter, sich tatsächlich gemeinsam auf den Weg machen wollen und die erstmal zu einer homogenen Gruppe formen zu wollen. Und davon ausgehend kann ich dann hingehen und sagen, gut, was ist eigentlich meine Blaupause für die Entwicklung der Organisation, von Organisationsteilen? Weil da kommt das, was du gerade eben schon angesprochen hattest, zu sagen, naja, ich habe eigentlich immer Teilkulturen, ich habe eigentlich immer Gruppen, die eine homogene Kultur haben. Das sind dann Abteilungen, Teams, Teile von Standorten. Und da kann ich genauso hingucken, wen muss ich eigentlich wann entwickeln? Ich habe nicht die Notwendigkeit, eine Organisation in der gleichen Geschwindigkeit als Ganzes zu entwickeln, sondern ich kann hingucken und kann sagen, wenn ich die Systemspitze unternehmerisch ausgerichtet habe, dass ich dann sage, andere Teile, die sehr stark marktbezogen sind, wie Vertrieb oder Partnermanagement, entsprechend auszurichten und dort eben auch auf Strategien und Geschwindigkeit meinetwegen zu trimmen, in Anführungszeichen. Und andere Bereiche wie Produktion oder dann eben auch Entwicklungsteile tatsächlich erstmal einfach weiter den Rahmen zu geben, dass sie gut ihre Arbeit machen können. Also ich nehme bewusst in Kauf, Unterschiedlichkeiten dort zu haben und auch vielleicht noch ein gutes Stück stärker auszuprägen, damit sich eine Organisation einfach, ja, gut erstmal für den nächsten Schritt weiterentwickeln kann. Das ist für mich immer so das Leitmotiv, was ist eigentlich der nächste Schritt, was ist als nächstes dran, um es dann eben auch anfassbar und gestaltbar zu machen. Also wenn ich dir so zuhöre, denke ich jetzt insbesondere wieder an diese Projekte, wo man erstmal rausfinden darf, was ist das, wo die, wie du sagst, nächsten Schritte sind, wo liegen eigentlich die Prioritäten, dann eher auf eine, ich finde auch wertschätzende Art und Weise, erstmal dieses Thema zu rahmen, weil Graves verstehe ich immer so, dass da auch so ein bisschen dieses Wertende rausgenommen wird und eher dieses Beobachtende und sozusagen Blau und Orange haben unterschiedliche Qualitäten. Was ist das, was es gerade braucht und wo habe ich Notwendigkeiten tatsächlich, die häufig auch von außen, vom Markt, von anderen Unternehmen, von meinen Kunden einfach kommen, um dann zu sagen, diese Entwicklungsschritte gehe ich jetzt aber sehr gezielt, weil wir wissen ja alle, die Ressourcen, die wir haben, vor allem die Zeit, ist meistens immer sehr begrenzt. Also um dann ein Beispiel aufzunehmen, vom Markt kommt halt möglicherweise, ich habe ein dynamisches Umfeld, ich habe Verdrängungswettbewerb, ich habe viel Geschwindigkeit, dann muss ich meine direkt im Markt agierenden Einheiten, sei es Vertrieb, sei es Marketing, dafür ausstellen, dass die damit sehr, sehr gut und sehr aktiv handeln können. Was aber nicht heißt,
dass Menschen, die ich im Werk, in der Produktion stehen habe, die eigentlich geregelte Abläufe haben, in die gleiche Blaupause, in die gleiche Denke schon vollständig integriert haben muss. Die brauchen vielleicht wirklich einen Blick auf das, was dort wichtig ist. Qualität, Zuverlässigkeit, die Menge, die sie produzieren können, erhöhen oder ähnliches, haben also ganz andere Themen, die auch eine andere Teilkultur in der Organisation dann braucht. Ich persönlich bin immer ein Fan davon, dass man auch Sachen mal wieder auf den Punkt bringt. Und von daher habe ich so den Eindruck, es kann noch mal ganz hilfreich sein, sich Graves anzuschauen, weil das geistert ja auch unter anderen Namen rum. Die einen sprechen dann über Reinventing Organizations, Lalu, was, sage ich mal, sehr, sehr, sehr nahe an Graves ist. Andere gehen über das Thema Spiral Dynamics. Wieder andere geben dem Kind nochmal einen neuen Namen. Ich fände es jetzt einfach mal spannend, dass wir mal kurz drauf schauen, was ist denn Graves in seiner, ich sag mal, Urform? Ja, also was kann man sich da anschauen und insbesondere auch nochmal mit dem Blick, du hast es ja hier im Bild schon angedeutet, so blau und orange, die wahrscheinlich für Führungskräfte gerade relevantesten Stufen. Also um deine Modellnamen aufzunehmen, die im Raum sind, unterm Strich sind die jetzt genannten alle das gleiche. Spiral Dynamics ist der Begriff, den die Schüler von Graves verwenden, unter dem sie es in den 90ern publiziert haben. Graves selber war ja amerikanischer Soziologe, ist aber tatsächlich Mitte der 80er Jahre schon gestorben. Das heißt, wir sind hier mit einem gut abgehangenen und erprobten Modell unterwegs, das sich die letzten Jahre immer stärker durchsetzt. Und Lalu hat schlicht und ergreifend von Graves abgeschrieben, die Farben etwas verändert. Wenn man bei ihm im Anhang liest, dann findet man das dort tatsächlich. Also es ist unterm Strich, das ist die gute Nachricht, überall das Gleiche drin, und deswegen können wir es hier jetzt mal etwas intensiver gemeinsam angucken. Ja, und was ich bei dir auch immer so schön finde, du kombinierst das ja immer mit diesem Munchgirl und damit hat man da, finde ich, immer einfach auch nochmal diese visuelle Unterstützung, wo befinde ich mich gerade und was macht es so ein Stück weit aus. Und ja, jetzt würde ich dir gerne einfach mal den Ball zuspielen und sagen, wie würdest du den Graves in einer Nutshell erklären? Graves in a nutshell. Ja, ich fange tatsächlich mittendrin an. Also das Erste, was ich glaube ich wichtig ist zu erklären, was ich hier auf der Deckseite schon andeutet, ist, Graves hat mehrere Entwicklungsstufen. Die gute Nachricht ist, es sind aber nicht unendlich viele. Es ist eine Handvoll relevanter Entwicklungsstufen, die wir im Business-Kontext, im Kontext von Organisationen tatsächlich anschauen müssen. Und den Einstieg nehme ich typischerweise bei der blauen Organisationskultur, die tatsächlich für viele schnell vorstellbar ist, vor dem Hintergrund, wenn ich anfange zu sprechen von, das ist die klassische Arbeitswelt, geprägt durch Regeln, durch Struktur, durch Ordnung. Da kennt man die verschiedenen Verantwortungsbereiche sehr, sehr gut. Da finden wir Experte, da geht es um Zertifikate, um Ergebnisse, die formal zu erwerben sind und ähnliches. Da denken viele dann an Bereiche wie von Schule bis hin zu staatliche Einrichtungen, bis hin zu, sagen wir mal, viele große alteingesessene Organisationen. Die haben alle einen blauen Grundton oder kommen aus dem Blau zumindest, dass das für viele sehr, sehr schnell vorstellbar ist. Und vor dem Hintergrund sind dann auch Dinge schnell nachvollziehbar, wie, ja, dort herrscht ein ganz starkes Denken von, das ist mein Thema, ich bin zuständig für, aber ich bin halt auch nicht zuständig für. Und es geht darum, an vielen Stellen tatsächlich Fehler zu vermeiden. Das ist so das, was die Kultur vom Prinzip her, den blauen Kulturtyp, auszeichnet. Der hat damit enorme Fähigkeiten vor dem Hintergrund, ich kann mich darauf verlassen, es hat alles seine Ordnung. Auch das Rechtswesen bei uns ist blau, die blinde Justitia ohne Ansehen der Person zu entscheiden und das eben tatsächlich zuverlässig abzubilden, ist eine starke blaue Fähigkeit. Blau denkt auch für die Ewigkeit, also baut jetzt Dinge, die uns das Römische Reich hinterlassen hat, so ein blaues Römerstraßennetz und ähnliches, die man halt auch 2000 Jahre später noch sieht. Das ist so aus einer solchen Grundhaltung heraus entstanden. Und auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch mit Nachteilen verbunden, wie es ist halt auch für die Ewigkeit und deswegen möglicherweise nicht so flexibel im Weiterentwickeln und Weiterdenken und sich in Frage stellen wie anderes. Das heißt, wenn das Umfeld stabil ist oder die Rahmenbedingungen sowieso so sind, dass es stabil sein soll, dann ist Blau super und schafft ein hohes Maß an Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit, Beständigkeit. Und wenn es durchoptimiert ist, auch ein hohes Maß an Geschwindigkeit. Ist aber, und das ist so ein bisschen der kulturelle Gegenentwurf, den es heutzutage braucht, halt nicht so flexibel und nicht so marktausgerichtet, wie man das in verschiedenen Bereichen oder in sehr vielen Bereichen heute anstrebt haben möchte. Und die
dazu dann passende und tatsächlich ein Stück weit, wenn man so will, Gegenentwurf. Der kulturelle Gegenentwurf ist das Orange. Und Orange ist halt sehr stark durchdrungen von Strategie und Zielen. Also kann das wirklich, während im Blau Strategie Chefsache ist, weiß im Orange jeder um Strategie und Steuerungsgrößen und Orange kann wirklich auch Strategie umsetzen. Orange hat schlanke, optimierte Prozesse, also keine Verschwendung. Die ganze Lean-Bewegung ist Richtung Orange zu orientieren. Man kann dann eben tatsächlich auch fokussieren und mit wenigen KPIs steuern. Man hat nicht 200 Messgrößen, sondern die fünf wichtigen KPIs und man guckt immer, was kommt dabei raus für die Kunden, welche Wirkung hat das im Markt. Das ist ganz, ganz zentral. Alles, was keinen Kundennutzen stiftet, wird sehr, sehr schnell in Frage gestellt. Und im Gegensatz zum Blau ist es halt nicht geregelt und geordnet, sondern man nimmt ein hohes Maß an persönlicher Verantwortung und sagt, ich nehme das hier in die Hand. Damit ist die Organisation flexibel, leistungsfähig, schnell, auch wandlungsfähig an der Stelle. Das Risiko ist auf der anderen Seite, dass es sehr, sehr stark dann eben Ressourcen verschleißt, weil es halt auch nimmt und nutzt, was da ist. Dass man aufpassen muss, dass man auch Menschen nicht überlastet an der Stelle. Und Orange guckt möglicherweise nicht weit genug, sondern schaut halt auf, naja, was ist jetzt der nächste Schritt in meiner Strategie, aber denkt dann halt eher in Kategorien von halbes Jahr, Jahr, was die eigene Ausrichtung und Optimierung anbetrifft. Also was mir nochmal gerade sehr bewusst wird, wenn wir so drüber sprechen, ist, dass diese Graves-Ebenen immer sozusagen in der Weiterentwicklung sozusagen den Gegenpol stärken. Also während Richtig. Blau sehr stark dieses Wir und diese Stabilität, Loyalität, dieses auch sehr, ja doch auch Soziale, muss man ja sagen, also so sich umeinander kümmern in den Vordergrund stellt, erlebe ich Orange schon so, dass man sagt, ja, okay, da geht es jetzt wieder um die Leistung, da geht es auch um mich, da geht es um meinen Anteil, da geht es um Schnelligkeit, da geht es auch mal darum, wieder so ein bisschen anders in Konflikte zu gehen, also ganz bewusst, also nicht nur das politische Thema, was ja für Führungskräfte auch immer sehr spannend ist, sondern zu sagen, da lösen wir Probleme auch anders, insbesondere wenn man so ein bisschen drauf schaut, auf dieses Fail early, fail fast. Thema, das ist, würde ich sowas, was ich direkt mit Orange assoziieren würde. Das ist, passt sehr gut ins Orange, ist häufig aber auch dann ein Entwicklungsvehikel, um zu sagen, ich will mich dorthin entwickeln, solche Dinge dann mal auszuprobieren und darüber anfassbar zu machen. In Reinkultur kann es dann ein ausgeprägtes Orange. Orange ist dann halt eher pragmatisch, geht in Konflikte rein, dort, wo es sich lohnt, sie zu lösen, ne? Während Blau möglicherweise sagt, das hier ist falsch gemacht, das muss besprochen werden und um dessen Willen dann eben in die Tiefe geht. Und Orange fragt, bringt das irgendjemandem was? Nee, bitteschön, war ein Fehler. Was müssen wir verändern? Nicht nochmal passieren lassen. Ist dann da eher pragmatisch und ein gutes Stück leichtgewichtiger unterwegs. Es zeigt aber halt dann auch schon, ja, die sind unterschiedlich, erlebbar unterschiedlich. Ja, du hast jetzt ja auch sehr schön gesagt, also Orange weiß auch, bei welchen Konflikten es sich lohnt, sozusagen. Das hat immer sehr gut im Blick nicht nur das Ego, sondern eben mehr nochmal wieder diese strategische Dimension. Und das führt mich gefühlt jetzt auch ganz schnell wieder zum Thema Rot, was ja sozusagen eine frühere Entwicklungsstufe ist, wo man aber sagen kann, da fehlt teilweise noch so dieses Verständnis, welche Kämpfe muss ich führen, welche Kämpfe muss ich nicht führen. Heißt, auf der einen Seite ist es schon nah an dem Orange irgendwie, weil es ja wieder auf der rechten Seite sozusagen steht. Aber Blau löst ja bestimmte Probleme. Also von daher, was ist denn aus deiner Sicht so die Ausprägung von Rot, beziehungsweise auf der anderen Seite auch von Grün, als Entwicklungsstufe nach Orange? Genau, dann gehen wir erstmal in das Grün hinein an der Stelle, weil Orange hatten wir ja auch gesehen, ist tatsächlich nicht der Weisheit letzter Schluss, zumindest wenn man Okay. die Welt im Ganzen anguckt. Orange hat halt im Hinblick von Verschleiß und dann eben vielleicht auf Konfliktlösungen auch nur das klären, was gerade Nutzen stiftet, sage ich jetzt mal an der Stelle, auch keinen ganzen Blick auf die Menschen in der Organisation. Und der Anspruch von Grün ist dann tatsächlich aber bewusst hier anders dargestellt, was in vielen Bereichen tatsächlich einen Visionscharakter hat, stellt ganz gezielt den Menschen im Mittelpunkt und würde sagen, okay, wir nehmen wahr, wenn man an dem Beispiel Konflikte bleibt, hier gibt es einen Konflikt, wir müssen den bearbeiten und klären. Warum? Weil Grün
die Grundüberzeugung hat, ich muss den Menschen in den Mittelpunkt stellen, ich muss Dinge lösen, ich muss den Menschen geben, das, was sie brauchen, dann können sie gut arbeiten. Verbindet damit vieles aus dem Blau und dem Orange, also die Wir-Orientierung aus dem Blau und die Bejahung von Leistung und Ergebnis und wir wollen erfolgreich sein aus dem Orange und sicher auch Fähigkeiten im Sinne von, wir können Prozesse gut gestalten, auch aus dem Orange kommend, bezieht da aber anderes mit ein. Also im Sinne von der Faktor Mensch wird integriert, zu sagen, es geht nicht nur um Zählen, Messen, Wiegen von Dingen, sondern es geht um die Frage, wie geht es den Menschen in dem ganzen Kontext? Er ergänzt dann Dinge wie Sinn, den Wunsch nach Nachhaltigkeit, Lernen, hat einen Umgang mit Fehlern, der eben tatsächlich neben dem rein inhaltlichen auch mal die Frage anbetrifft, wie gehen wir damit um, wie begegnen wir uns? Also das Stichwort Fehlerkultur ist sehr ausgeprägt und glaubt eben auch, dass unter Einbeziehung sowohl von den unternehmerischen Dingen wie auch den weichen Elementen, also den Soft Facts, die richtigen Lösungen entstehen. Damit ist Grün ambitioniert, anstrengend. Ich behaupte immer, ganze Organisationen auf Grün finden sich nicht. Was sich findet, sind Teilteams. Was sich allerdings auch findet, ist das grüne Versprechen in 90% aller Stellenanzeigen. Also wenn ich die Portale oder die Zeitung aufschreibe, dann wird überall versprochen, heute hier und heute ist die gesamte Welt grün, ihr kommt in eine Organisation, da findet ihr alles das vor. Und dann ist es vielfach so, dass man hingeht und feststellt, ganz so ist es dann irgendwie doch nicht. Und gleichzeitig ist es ein unheimlich attraktive Vision, um zu sagen, sich dahin zu entwickeln, zu sagen, da wollen wir eigentlich hingehen, wir wollen den Menschen das bieten, wir wollen Führung so gestalten, das zieht viele an, weil da in der Phase, wo halt viele Orange schon erlebt haben und sagen, naja, ist nicht nur toll, auch der Ressourcenverschleiß im Ganzen, was also Energie anbetrifft und ähnliches, ist halt erstmal ein Orange, das nutzt, was da ist, solche Dinge in Frage zu stellen, das ist etwas, was in Grün alles reinpasst. Und gleichzeitig nochmal unterstrichen, die meisten sind da nicht, weil die meisten sich irgendwo zwischen Blau und Orange oder im Orange oder auf dem Weg dahin bewegen, wünschen sich aber Grün. Also, wenn ich dir so zuhöre, kommt bei mir auch nochmal wieder dieser Gedanke an dieses Wunschkonzert, wo man sagt, also ich wäre gerne so und so eine typische, ich nenne es manchmal sogar tatsächlich Fehlinterpretation, ist die Idee, ja, NGOs oder Nichtregierungsorganisationen wären häufig ganz grün. Dabei, wenn man da einfach mal auf die Prozessebene und Ähnliches schaut, wird man relativ schnell erkennen, also das ist nicht annähernd orange an vielen Stellen und damit kann es per se noch gar kein Grün sein. Also das ist ja so ein Punkt, den man ja manchmal auch sehr kontrovers diskutiert. Also man sagt, muss man Stufe für Stufe entwickeln? Und so wie ich dich auch bisher in den Projekten erlebt habe, hast du gesagt, ja, es gibt zwar Teilteams, die sind vielleicht auch mal weiter, aber grundsätzlich kann ich Stufen nicht auslassen, weil sonst habe ich bestimmte Erfahrungen nicht gemacht und habe ich bestimmte Kompetenzen nicht aufgebaut, die ich zum Beispiel brauche, um ein echtes Grün zu leben und nicht nur diesen, ich glaube, du nennst es immer Genau. Zuckerguss. Ja, also was tatsächlich ist, was die Pfeile hier und die Entwicklungsrichtung ja auch andeutet, ist, dass das tatsächlich der Weg von Blau nach Orange nach Grün geht und dass es keine direkte Umgehung dort gibt an der Stelle. Das ist bitter für alle, die sich wünschen, irgendwie gleich ins Grün springen oder dort starten zu können. Ich habe auch noch keine Organisation erlebt, die im Grün hätte starten können. Und tatsächlich ist es so, dass viele mit Grün im Hinterkopf tatsächlich dann ein Dogma, alle Dogmen sind in Blau zu verorten, bilden und sagen, wir sind jetzt so und es muss so sein. Und dann eher eine blaue Verhärtung des Rechthabenwollens dann dort eintritt. Und dann streicht man sich ein bisschen Grün an, also den bewussten Zuckerguss, den ich drüber gieße und sagt, oh, wir begegnen uns nett und fragen uns alle gegenseitig die ganze Zeit, wie es uns geht und alles, was dazugehört. Und dann haben wir Blau mit grünem Zuckerguss, aber sind eben tatsächlich keinen Weg in der Entwicklung gegangen an der Stelle. Und in dem Zusammenhang ist es dann eben wirklich wichtig, sich und eine Organisation gut verorten zu können. Wo steht die wirklich? Von wo nach wo kommen wir? Wo stehen einzelne Teams? Um dann eben richtig anzusetzen. Da passt jetzt, glaube ich, auch ein Seitenblick aufs Rot dann ganz gut rein, an der Stelle zu sagen, ja, was gibt's auch noch? Die Welt hat natürlich auch nicht im Blau angefangen. Es gibt auch noch eine Stufe, gibt tatsächlich zwei relevante Stufen vor dem Blau. Die nächstliegende ist Rot. Rot ist die Stufe von den Helden und Markteroberern und Machtmenschen. Das sind die, die mit einem ganz klaren Ich kann das hier, ich weiß das hier, Start-up Entwicklungsstufe.
dann eben tatsächlich losrennen. Die sind im Hier und Jetzt, die handeln gleich, die sind so gesehen gedächtnislos, die können sich sofort umdrehen und können das nächste Richtige machen. Ist also genau das Richtige für Start-up, für Feuerlöschen, für ganz schnell irgendwas machen müssen, Taskforce-Ansatz, dafür passt das. Aber in den großen Organisationen und in der Frage, wie gehen wir gut miteinander um und wie sind Dinge gut organisiert, passt es halt in der heutigen Zeit typischerweise nicht mehr rein, sondern eben nur ganz fokussiert anzugucken. Und ist halt meistens auch eben sehr stark geprägt durch einzelne Köpfe, die dann für das jeweilige Rot stehen. Das muss man dann sehen und erkennen, wenn man gut navigieren will und damit auch geeignet umgehen. Und vor dem Rot in Anführungszeichen liegt entwicklungsgeschichtlich, passt auch sozusagen für die Frage, wo kommt jeder als Mensch auch irgendwie individuell her, die Stufe Purpur, wo also das Selbstverständnis von Familie oder Stamm dahinter steht. Da ist sehr viel Unbewusstes drin, aber gleichzeitig liegt da auch viel Identität. Also wenn man sagt, ja, wir die vom Daimler oder ähnliches, um ein sehr prominentes Beispiel zu bemühen, und der Großvater schaffte schon beim Daimler und der Vater schaffte vom Daimler und ich bin beim Daimler, dann hat das so einen Anstrich von Purpur. Wir gehören dazu. Es ist eigentlich die Familie, in der man ist. Es gibt so ein ganz klares Ja, wir, und auch eine ganz klare Abgrenzung, die im Sinne von die anderen, und die sind irgendwie komisch und gehören nicht dazu. Und ja, es ist halt definiert über implizite Regeln, über Zugehörigkeit, bin ich jetzt einer von denen oder nicht. Und das liegt häufig im Untergrund oder im Hintergrund, wenn man das so nennen mag. Und man muss es einfach da und dort sehen und verstehen, wie man damit umgeht. Dass nicht Störungen auftreten im Sinne von, ja, der versteht uns nicht oder die versteht uns nicht oder gehört nicht dazu. Solche Fragestellungen sind häufig dann Dinge, die im Purpur angesiedelt sind. Also was mir natürlich an der Stelle nochmal direkt wieder einfällt, ist auch, dass wir ja verschiedene Anteile dann auch immer haben. Also da kommen wir bestimmt heute oder beim nächsten Video dann noch dran vorbei, zu sagen, das Ganze ist ja immer etwas, wo es darum geht, wie stark ist was ausgeprägt. Und natürlich bei Purpur muss ich jetzt auch an Krisen denken und sagen, hey, diese Identitätsstiftung, diese Bindung, diese Zusammengehörigkeit, dieses, wir können uns aufeinander verlassen, wir machen das schon lange. Also, wo du an Daimler denkst, denke ich zum Beispiel als Franke an Schaeffler. Und ich sage, die sind schon immer da. Und da war der Großvater, da war dann der Papa, da war dann der Genau, Sohn. genau. Und die sind dann halt alle beim Schaeffler. Ja, und das ist sowas, da ist auch ein Selbstverständnis, da ist Stolz mit dabei. Und ich finde, das wirkt dann auch nach oben nochmal ganz anders, wenn ich eben in sowas wie Blau mich bewege, zu sagen, hey, wie verhalten wir uns hier? Wie sind wir sozusagen, wie gehen wir auch miteinander um, bis hin auch zu einem Orange, wo ich sage, ja, die Leute bleiben halt auch länger da, weil so ein bisschen dieses Opportunistische muss ich ja als Führungskraft auch im Blick haben. Rein Orange würde ich jetzt sagen, da gehe ich halt immer dahin, wo es gerade für mich am besten passt, und dann Stichwort Mitarbeiterbindung wird es dann auch so ein bisschen schwieriger vielleicht. Das ist richtig. Also Purpur ist einfach Familie, da geht man gar nicht weg. Oder die nächste Generation kommt auch wieder. Ja. Rot ist dann eher der egoistische Ausbruch, der macht im Zweifelsfall irgendwas in seinem Umfeld oder woanders. Blau hat eine hohe klassische Loyalität. Man gehört halt dazu, man hat sich verpflichtet, den Vertrag unterschrieben, da gehe ich jetzt eigentlich nicht weg. Also Blau tut sich mit Kündigen weggehen tatsächlich sehr, sehr schwer. Und Orange denkt in Win-Win-Konstellationen und sagt, das bringt mir jetzt hier nichts mehr und wahrscheinlich dem Unternehmen dann auch nichts mehr. Ich gehe jetzt weiter, ich gehe woanders. Ja, damit hast du ja so ein Grundprinzip auch schon mal ein bisschen so angedeutet. Also nicht nur, wie diese Entwicklung ist, wie diese Ausrichtungen sich verändern, sondern du hast uns jetzt sozusagen auch diesen Überblick mal geben können, ganz grundsätzlich. Jetzt bin ich ja ein Fan davon, dass man die Sache auch nochmal wieder konkret macht an Beispielen. Das ist ja auch gerade für den Führungsalltag oft nochmal ganz hilfreich. Da hast du bestimmt jetzt schon was im Blick. Und wie ich dich kenne, gibt es dazu auch wahrscheinlich fast schon wieder einen Flipchart oder zumindest etwas, was man gut auf der Tonspur erklären kann, damit wir so ein bisschen aus diesem PowerPoint auch mal wieder rauskommen. Wie war? Also das erste ist eigentlich ein Anknüpfen an dem, wo wir vorhin hier abgesprungen sind, dann zu sagen, ja, wenn ich eine Vorstellung habe, wo finde ich ein Team und was muss ich wirklich entwickeln, dort dann passgenau reinzugehen und zu navigieren. Es war auch mal sehr entlastend für einen Vorstand zu verstehen, nein, ich muss gar nicht meine ganze Organisation entwickeln, sondern ich kann tatsächlich erstmal dort mich auf das konzentrieren, was wirklich weitergeht. Und vielleicht sind manche Bereiche wie ich meine Finanzen, Buchhaltung und Ähnliches sollten vielleicht immer blau sein.
vielleicht auch nie dran und das ist fein an der Stelle. Und in dem Zusammenhang ist es dann halt wichtig, wirklich hinzugehen und zu sagen, gut, ich muss mein Verhalten erstmal auf das ausrichten im ersten Schritt, was ich tatsächlich sehe und wahrnehme und vorfinde. Wenn ich Ja, eine ganz blaue kurz die Frage, Kultur, kannst du das Flipchart bitte. ein bisschen nach links schieben, damit wir es wieder ganz im Bild haben? Ah ja, perfekt, vielen Dank. Wunderbar. So, jetzt ist es wieder. Wenn ich ein blaues Team oder eine blaue Abteilung vorfinde, dann muss ich mich dort eben tatsächlich dem gegenüber tatsächlich auch erstmal passend und angemessen verhalten. Das heißt, ich muss für einen klaren Rahmen sorgen, ich muss für Entscheidungen sorgen, ich muss als Chef, als Chefin präsent und ansprechbar sein, ich muss die Entscheidungen übernehmen, ich muss klären, im Zweifelsfall, was Einzelne schon selber entscheiden dürfen, und viele, viele Dinge dann eben tatsächlich übernehmen und betrachten, damit die Zusammenarbeit, die Arbeit dort tatsächlich funktioniert. Und wenn ich auf der anderen Seite sage, ich habe ein eher dynamisch marktorientiert, wendig flexibles Team, also eines, das sich um Orange bewegt, dann muss ich mich auch dort passend verhalten. Das heißt, dort würde ich eben eher Ziele vorgeben, gucken, was sind die gemeinsamen Rahmenbedingungen, die Erfolgsgrößen, an denen man sich orientiert und dann helfen, dass es in die Richtung tatsächlich mit einer vielleicht gesteigerten Geschwindigkeit vorangehen kann. Man muss mich selber auch als Teil dieses Vorgehens, dieses Erfolgs sehen und verstehen und präsentieren. Muss also ausgehend von dem, was da ist, ja, mich sehr stark unterschiedlich dann verhalten. Weil wenn ich das nicht tue, dann würde ich in dem Bereich als der schwafelt jetzt irgendwas von Zielen und was hat denn das mit uns zu tun, erlebt. Und wenn ich mich gegenüber einem orangenen Team blau verhalte, dann wäre ich halt irgendwie ein sperriger Bürokrat, der hier irgendwie mit Regeln und Vorgaben und was weiß ich uns bei der Arbeit behindert. Also das heißt, was ich jetzt bei dir auch nochmal so ganz konkret raushöre, aus dem Beispiel, das du jetzt illustrierst, ist es sowohl so, dass man den Blick auf die Organisation damit schärfen kann, im Sinne von, welche Teams sollten qua Aufgabe, qua Rolle, qua Verantwortlichkeiten eher in die eine oder andere Richtung entwickelt werden oder einfach auch stabilisiert werden auf einer bestimmten Stelle. Und ich höre dich jetzt aber auch so sagen, innerhalb dieser Teams kann es auch wieder, ich nenne es jetzt mal vereinfacht, verschiedene Lager geben, wo ich sozusagen sage, den einen Teil muss ich. Gehe ich günstigerweise eher so um, dass ich blaue Bedürfnisse und blaue Werte bediene und im anderen Fall versuche ich als Führungskraft eher diese orangen Werte zu bedienen und immer auch zu schauen, was heißt das für die Interaktion, was heißt das für die Art und Weise, wie ich halt insbesondere auch versuche, Zielsetzungen zu formulieren, also wie viel Freiheitsgrade, wie viel Verantwortungsübertragung, wie Richtig. viel Flexibilität, also wie weit muss ich auch Das ist dann vorplanen. orange. Und das bis hin aber auch zur individuellen Ebene, weil das ist das, was ich mir immer bei Graves merke. Ich kann das sowohl für Organisationen nutzen als auch für Individuen, damit ich besser verstehen kann, was treibt eine Person um. Also angenommen 12-Mann-Team, einer davon ist schon stark orange unterwegs, einfach qua Vorerfahrungen, die anderen sind bei blau. Dann habe ich trotzdem als Führungskraft, als Teamleiter eine ganz konkrete Hilfestellung, um zu sagen, wie gehe ich denn mit dem vielleicht eher um und wie mit den anderen und wie kann ich dafür sorgen, dass die sich besser verstehen. Ja, das ist tatsächlich ein sowohl als auch. Also das eine ist, dass ich verstehen muss, okay, welchen Grundton hat das Team und ich muss mich als solches in meiner Führungsrolle auch auch wie werde ich sonst in der Organisation als Ganzes, als Verantwortlicher für dieses Team wahrgenommen, tatsächlich präsentieren und verhalten. Und was du jetzt angesprochen hast, ist, dass es an sich noch weitergeht zu sagen, gut, ich habe möglicherweise ein Team, das hat einen blauen Grundton. Und ich habe da drin dann allerdings eine Einzelperson, können wir einfach mal so in dem Beispiel bei einem bleiben, die tatsächlich dadurch hervorsticht, in einem höheren Maß Strategieumsetzung und Kundenorientierung und Geschwindigkeit und Flexibilität zu leben. Und so jemand muss ich dann als Individuum dort tatsächlich auch abholen und gucken, okay, wie bringe ich so jemanden dann in sein Potenzial, in seine Möglichkeiten? Weil eine orange Person in einem, oder jemand, der dorthin strebt, viel damit kann, sich das tatsächlich wünscht, wird natürlich nur dann gut arbeiten können in dem Umfeld, wenn genug Möglichkeit, wenn genug Entfaltungsraum dann tatsächlich da ist. Sonst geht mir so jemand mittelfristig schlicht und ergreifend verloren, weil kein Raum, weil Langeweile, weil ich kann hier mein Potenzial nicht nutzen. Und da muss ich dann eben tatsächlich als erstes verstehen, was ist der Rahmen als Ganzes und dann muss ich die einzelnen ihre Möglichkeiten abholen. Führt vielleicht auch zu Teamveränderungen, wenn ich sage, ich kann den Rahmen dort nicht bieten, aber ich kann so jemanden woanders
wesentlich besser einsetzen. Meistens kriegt man dann ja auch so Unternehmensbiografien erzählt, zu sagen, ja, ich bin halt dann, als ich dann in den Vertrieb gegangen bin, eröffnete sich für mich eine völlig neue Welt. Weil es dort halt kulturell gepasst hat, die Aufgabe war vielleicht ungewohnt, aber irgendwie war das gesamte Umfeld, die Ausrichtung richtig. Und das unterstreicht halt nochmal, wie wichtig es ist, die Kultur tatsächlich einordnen zu können und dann damit zu navigieren und sowohl die individuelle Entwicklung als auch die Organisationsentwicklung entsprechend zu gestalten. Ja, auch mit dem Blick darauf, was wir momentan ja viel diskutieren, Resilienz und Konflikte. Wenn ich da eine Person habe, die, sage ich mal, stark orange geprägt ist und vielleicht gar nicht versteht, wieso es ständig diese Reibereien gibt und wieso es immer wieder dieses Thema gibt, ich komme hier nicht an im Team, kann das einfach eine Sprache öffnen, zu sagen, ja, guck doch mal, wie sind denn da vielleicht auch unterschiedliche Wertorientierungen da, wie sind da unterschiedliche Wünsche einfach im Raum und sowas, als Führungskraft einfach mal zu erkennen, zu sagen, da geht es gar nicht darum, dass da der eine die anderen nicht mag, sondern einfach die kulturelle Passung ist da vielleicht ein Stück weit eine Herausforderung, das mal zu verdeutlichen. Also gerade so bei Blau ist ja trotzdem auch das Aushalten und dieses sich bemühen, das hinzubekommen, relativ groß und ist vielleicht aber für beide Seiten dann sehr frustrierend. Ja, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Die verschiedenen Kulturen untereinander können nicht unbedingt miteinander und verstehen und wertschätzen sich auch nicht. Also es ist jetzt tatsächlich so, dass Blau-Orange, also wenn Blau auf Orange guckt, dann nimmt Blau-Orange eher irgendwie als überdreht und hektisch und was machen die da wahr? Verwechselt es tendenziell mit Rot, weil Blau-Orange ja noch nicht erlebt hat, aber sehr wohl weiß, ja, es gibt Rote und wir haben eigentlich mal Blau geschaffen, Regeln, Struktur, Ordnung, damit Rot eingedämmt ist und Orange ist dann irgendwie wieder ähnlich wie Rot und wird und hat deswegen einen sehr, sehr starken Abwehrreflex dagegen und findet es auch anstrengend und warum soll ich dafür jetzt persönlich den Kopf hinhalten? Ich habe doch keinen Fehler gemacht, aber es ist die Rede von persönlicher Verantwortung. Da werden also viele Werte dann umgeschiftet, wenn man die orangene Kulturstufe dann anguckt oder in der Entwicklung erreichen würde, ist deswegen für Blau aber unverständlich und Blau geht sehr stark auf Abwehr. Und umgekehrt, wenn sich ein flexibles, schnelles Ergebnis und kundenorientiertes Orange das Blau anguckt, dann sagt das Orange häufig, boah, wenn ich auf die hier gucke, mein Gott, die stehen da und müssen Ansage kriegen. Was sind die langweilig, sperrig, unambitioniert und wollen alle um 15:30 Uhr hier einen Feierabend haben? Und das ist das, was dann eben tatsächlich illustriert, die Kulturstufen untereinander verstehen sich nicht, schätzen sich nicht, halten eigentlich sich selbst immer aufgrund der dahinterliegenden Wertebasis halt für genau das Richtige. Und folglich ist es dann noch eine zusätzliche Aufgabe, eben ganz bewusst zu gestalten, wie funktioniert das an den Schnittstellen. Wenn ich einen blauen Fachbereich habe und einen orangenen Außendienst oder Vertrieb, der unterwegs ist, dann habe ich an diesen Schnittstellen immer Reibereien, weil die einen sind schnell und wollen Sonderwünsche und die anderen sagen, hier wird die Ordnung in Frage gestellt und was machen die eigentlich? Das heißt, ich muss dann auch Schnittstellen organisieren, die richtigen Leute an Schnittstellen stellen, die halt mit beiden Kulturen Kulturtypen dann tatsächlich kennen und darin gut navigationsfähig sind. Das sind dann so die Aufgaben, die sich daraus ergeben, wenn ich das ja mal erkannt habe. Und im nächsten Schritt kommt dann tatsächlich der Punkt zu sagen, gut, wo soll die Reise hingehen? Wenn ich eine blaue Vertriebsorganisation habe, ist das möglicherweise nicht marktkonform. Das wäre eher so ein Bestellwesen. Die warten darauf, dass Bestellungen reinkommen, verkaufen aber nichts. Und dann muss ich tatsächlich gucken, was passt und was passt eben nicht. Und da, wo es nicht passt, zur unternehmerischen Aufgabe, zum Umfeld, zu der Frage, was tatsächlich dran ist, dort zu fokussieren auf die Entwicklungsschritte, die ich auf den Weg bringe. Aber dann ist doch mal Butter bei die Fische an der Stelle. Also viele interessiert ja wahrscheinlich, wie gehe ich mit den Orangen um, weil das sind die, die möchte ich gerne halten, die möchte ich weiterentwickeln. Vor allem, weil ich ja auch weiß, haben wir ja gerade nochmal gelernt, wenn ich das nicht tue, sind die sehr viel veränderungsbereiter als die Blauen, die gerne auch die Sachen aussitzen. Was wären aus deiner Erfahrung so die wichtigen Sachen für eine Führungskraft, wenn ich mit Orangen Teammitgliedern oder auch mit Orangen Abteilungsleitern als Vorstand umgehen möchte, dass ich mit denen das noch besser hinbekommen als vorher. Also was sind so die Essentials aus deiner Sicht? Ja, da habe ich eigentlich all die Elemente in den Weg zu bringen, die klassisch ins Orange gehören. Also ich brauche Ziele, ich brauche gute Messbarkeit von Zielen. Ich brauche dann auch Sichtbarkeit für diejenigen, die Verantwortung genommen haben und damit erfolgreich waren.
dass das also nicht nur sozusagen im Verborgenen passiert. Ich brauche in dem Zusammenhang tatsächlich aber auch eine klare Strategie, die gemeinsam getragen wird, die alle in ihren Verantwortungsbereich übersetzen können, mit der sie also auch tatsächlich arbeiten, ihren eigenen Beitrag kennen und das weiter in die Organisation tragen können. Und dafür gibt es ja verschiedene methodische Ansätze, sowas dann darzustellen. Ich kann also sagen, ich schaffe einen strategischen Rahmen, nutze dafür OKR als Tool, um das überhaupt erstmal geeignet darzustellen. Dann kann ich das für eine orangene Organisation halt auch entsprechend ambitioniert, zielgerichtet, marktkonform, Kunde im Mittelpunkt. Das sind so die Themen, die das Orange anspricht, dann tatsächlich ausrichten. Also vielleicht mal ganz neben Buzzwords wie Objectives und Key Results, hast du so eine Erfahrung gemacht, wo du sagst, das ist so der typische passende Erstimpuls, über den ich mir zumindest als Geschäftsführer mal Gedanken machen muss. Wenn ich sage, okay, ganz bewusst mit meinem, wir haben ja vorhin auch über so ein Führungsteam gesprochen, mit meinem Führungsteam in Richtung Orange gehen. Also das Erste ist, ich brauche ein nüchternes, ein klares Bild, wo hole ich die Leute wirklich ab. Weil häufig ist mehr Wunsch da als Wirklichkeit. Und danach, das ist dann so ein bisschen die Navigation von, wie funktioniert dann, wenn ich tiefer reinschaue, tatsächlich die Organisationsentwicklung, dann zu sagen, naja, also ist ja jetzt nicht nur blau oder orange. Ich kann ja eine blaue oder eine orange Organisation auch noch an vielen weiteren Elementen festmachen. Beispielsweise Gen, Strategie war jetzt schon häufiger genannt. Also wir haben eigentlich sehr viel jetzt über Führung schon gesprochen. Da kam man Ja. jetzt eigentlich in der Diskussion her, wie ist das Führungsverhalten? Wie führe ich eine blaue Kultur? Wie führe ich eher eine orangene Kultur? Einfach sozusagen von der Präsenz im Tagesgeschäft, von der Kommunikation. Was sage ich? Wie muss ich da drin agieren? Und wenn ich dann eine Organisation als Ganzes angucke, dann haben sich halt die 7S als Rahmen sehr, sehr bewährt. Also die 7S gehen auf Strategie, Struktur, Systeme, Führung, Englisch im Original Style, Mitarbeiter, Staff, Fähigkeiten, Skill und Werte, Shared Values zurück. Das ist das, was bei den 7S dahinter steht. Und ich habe halt in verschiedenen anderen Bereichen auch noch sehr unterschiedlich oder in allen Bereichen sehr unterschiedlich wahrnehmbare Dinge. Zum Beispiel ist Strategie im Blau eher Chefsache und die Mitarbeitenden kriegen eine Ansage, in Anführungszeichen, was ist deine Aufgabe, was sollst du tun? Und in der orangenen Organisation ist es tatsächlich so, dass halt alle die Strategie kennen und wissen, welchen strategischen Beitrag sie leisten. Und häufig ist es so, dass mit dem Führungsteam einzusteigen, sich auf den Weg zu machen, ein guter Ansatz ist zu sagen, wir gucken mal auf Strategie und was haben wir wirklich und was ist unser Markt, was ist unsere Kunden, wie agieren wir mit denen. Jetzt kein riesen Strategieprogramm zu machen, sondern sich gemeinsam einfach mal die Strategie durchzusortieren. Das kann ein, oder der Chef erzählt sie einfach und man reflektiert gemeinsam darüber, wo stehen wir, was tun wir, wie gehen wir damit um. Eine andere Variante, die sich häufig gut eignet, ist im Bereich von Systeme und Prozesse, sich auf den Weg zu machen und sagen, wir ziehen jetzt erstmal Dinge gerade und optimieren und stellen den Kunden ins Zentrum und sorgen für mehr Kundennutzen mit einer Initiative, die das mal in den Vordergrund stellt. Das heißt, wenn ich da mal ganz kurz reingrätschen darf, also ich verstehe dich jetzt so, gerade wenn ich aus, sage ich mal, Geschäftsführungs- oder sage ich mal, höherer Leitungsebene an das Thema rangehe, ist Grace zum einen einfach mal sehr, sehr gut, um die Dinge besser zu verstehen, um sie für sich zu sortieren, auch zu sagen, was habe ich denn da, mir vielleicht auch mal ehrlich die Karten zu legen. Also schön, dass ich den grünen Wunsch habe, aber wo bin ich denn tatsächlich schon eher oranger, wo bin ich blauer unterwegs, wo habe ich vielleicht sogar noch rote Teile? In dem zweiten Schritt nochmal sich deutlich zu machen, dass die Kooperation zwischen unterschiedlich ausgeprägten Teams oder unterschiedlich ausgeprägten Bereichen eine Herausforderung per se ist, weil man erstmal Richtig. Verständnis schaffen darf, wieso ist diese andere Wertorientierung da oder eben auch nicht, um dann insbesondere auch nochmal zu schauen, was braucht es für mich als Führungskraft im Umgang mit diesen oder in der Interaktion mit einem Bereich, mit Einzelpersonen, um dann immer mehr rauszuschälen. Wo möchte ich jetzt meine Zeit investieren? Wo lohnt es sich auch sozusagen reinzugehen? Und 7S ist dann sozusagen die Brücke, um besser rauszuarbeiten. Wo sind jetzt wirklich die kritischen Aspekte? Was ist jetzt wirklich relevant? Wo müsste ich jetzt wirklich priorisieren? Und wo stehe ich in Bezug auf das Unternehmen bei den 7S-Elementen jeweils auch kulturell? Also bis hin zu diesem, hat man ja vorhin, ich bin ja so ein Fan, weißt du, von Purpur, ja. Eine gute Verbindung miteinander, so eine klare Sinnorientierung, wo kommen wir her?
Und aber auch zu wissen, was das für Limitationen heißt, im Sinne von auch mal Tacheles reden oder halt die unangenehmen Entscheidungen treffen, so wie du es ja in deiner Führungserfahrung auch mal machen musstest, Teams abbauen, ist dann halt umso schwieriger. Genau, das widerspricht einer purpurnen oder einer blauen DNA halt komplett. Man sagt, so was macht man nicht, weil das ist ja eigentlich, wir verlassen uns aufeinander und das war mal so aufgestellt und ist richtig und wichtig. Weswegen sich halt zum Beispiel mit strukturellen Veränderungen im Ganzen das Blau auch schon schwer tut, völlig unabhängig aus welchen Motiven heraus ich sie dann tatsächlich mache. Und das ist so die Navigation, wie du es richtig übersetzt hast, zu sagen, wenn ich dann in die weitere Gestaltung und in die Tiefe und ja, konkreter Maßnahmen definieren will oder einfach identifizieren will, was ist als nächstes dann, dann kann ja die Erkenntnis sein, oh, Strategie habe ich schon gemacht, Systeme habe ich schon optimiert, aber die Struktur ist irgendwie sozusagen zuständigkeitskästchenmäßig, wie sie vor vielen Jahren mal definiert ist. Dass man dann sagt, okay, jetzt müssen wir wohl mal an die Struktur und an Verantwortungsbereiche herangehen und das neu zuschneiden. Das ist so die Navigation, die über die 7S dann möglich wird. Also ich glaube, Norddeutsch nennt man das den Cliffhanger. Das ist sozusagen unser Cliffhanger für das nächste Video, um zu sagen, jetzt haben wir viel über Graves und über die Werte gesprochen. Und das, was deine Arbeit ja besonders auszeichnet aus meiner Sicht, ist, Graves zu kombinieren eben genau mit den 7S, zu sagen, wie kann ich denn jetzt noch die Wirksamkeit deutlich erhöhen, wie kann ich meine Prioritäten setzen mit Blick auf Organisationen. Und vor allem das immer wieder mit diesem tollen Praxisblick dann kombiniert auch zu sagen, was heißt denn das konkret? Das wäre sozusagen auch gleichzeitig der Teaser für das nächste Video. Bevor wir aber da sind, möchte ich nochmal ganz herzlichen Dank sagen, dass du das wirklich mal in der Nutshell jetzt zusammengebracht hast, was wir da alles haben. Und vielleicht hast du ja noch so einen kleinen Abschlusssatz, so einen Abschlussgedanken, den du den Leuten mitgeben möchtest, wo du sagst, und wenn es noch was gibt, worüber sich es lohnt, nochmal Gedanken zu machen oder was vielleicht so einfach mal eine Sache ist, da könnte noch mal das Gold liegen, wie du ja immer sagst, dann möchte ich da einfach noch mal gerne an dich übergeben und dann auch dich um den Abschluss des Videos bitten. Also das, was vielen hilft, ist tatsächlich erstmal mit einem geschärften Blick durch die Welt zu gehen und zu sagen, okay, wie nehme ich jetzt welchen Organisationsteil, welches Verhalten wahr, was sortiere ich ein als orange, als blau, da dann aber auch tatsächlich im nächsten Schritt die Wertschätzung reinzubringen. Es gibt gute Gründe, warum Organisationsteile blau und orange sind und die mindestens in der Historie liegen. Und all dies hat eine Organisation dahin gebracht, wo sie zu dem Zeitpunkt ist. Also dem Ganzen wirklich ehrliche Wertschätzung entgegenzubringen, nach dem Erkennen. Und danach, das könnte so das Experiment sein, das jeder für sich mitnehmen kann, dann sein persönliches Verhalten daran anzupassen. Also mal auszuprobieren, dass man tatsächlich Blauen sehr bewusst erstmal begegnet und das wertschätzt und sie dann vielleicht aber auch ein Stück weit challenged im Sinne von hier einzelne Optimierungsschritte oder Kundenfokus oder ähnliches sehr bewusst, sehr zugespitzt reinzutragen und dann zu schauen, wie wirkt das, wie wirke ich das, wie wirkt das auf auf mein Team, auf die Kolleginnen und Kollegen, die ich auf die Art und Weise anspreche. Das könnte einfach so ein erstes Experimentieren in einem bewussteren Rahmen sein, was das anbetrifft. Ich höre dich damit indirekt auch sagen, mach doch mal so den Graves-Selbsttest. Den bietest du ja auf deiner Ja. Webseite auch an. Das ist Und das richtig. könnte doch dann eine wunderbare Basis sein für das zweite Video, sozusagen auf ein bisschen mehr Selbstverständnis basierend, sich die 7S anzuschauen. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank an dich und sozusagen der Abschluss gehört dir. Ja, lieber Frieder, vielen, vielen Dank an dich, diesen Rahmen zu bieten, dass hier ja, das Gespräch so zielgerichtet und immer wieder hinterfragend zu führen. Und ich hoffe, es ist ein bisschen deutlich geworden, warum das Graves-Modell häufig im Hintergrund und häufig erklärend und häufig gestaltend, was dann so die Gesamtregie oder auch Teilregies für Teamentwicklung oder Ähnliches anbetreffend, für mich ein so wertvolles Werkzeug ist und sich so gut bewährt hat, weil es eben wirklich in den verschiedensten Konstellationen immer wirkt und zum Wirken zu bringen ist. Und ich freue mich sehr darauf, wenn wir eben entlang von dem hier, von den 7S, bei nächster Gelegenheit tiefer einsteigen können, um einfach mehr Handwerkszeug noch zu bieten, mehr Schärfe, Blickschärfung für diejenigen, die als Führungskräfte oder Organisationsentwickler mit dem Modell ja, intensiver, tiefer arbeiten wollen oder für sich es einfach auch nur nutzen können möchten, für die Navigation zu sagen, okay, wie ist es denn, um das ein Stück weit besser verstehen zu können.
Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich wünsche dir Sehr alles Gute. gerne. Grüße nach München. Jo, danke Frieda, Grüße in Heidelberg.